Es gab auch keinen, die wollen alle nur einen sehen, Karan. Die wollen alle nur einen großen, buschigen Schwanz sehen, aber hier gibt's keinen. Es gab nur einen sehr spikigen. Der einem Alien gehört. Warum sagt mir keiner, dass ich die ganze Zeit die Taschenlampe anhabe? Du hast die ganze Zeit... Dankeschön für die Info. Gerade deine Taschenlampe ist aus. Bleiben Sie zurück! Okay. Was? Ich bleib doch zurück! Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Ich mach doch nichts! Ich hab doch nichts gemacht! Schießt und rennt weg. Komische Leute hier. Hä? Hä? Viele Dinge auf einmal, die erzählt wurden. Willst du es wirklich riskieren? Okay, wir werden sie finden und töten. Warum wollt ihr mich töten? Hier lang, sie war unten. Siehst du was? Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden können. Hat das noch... Nein! Au! Das wäre so lustig geworden, wenn das funktioniert hätte. Mal ganz kurz hier unten die Leiche plündern. Die Synchro ist auch gar nicht mal so gut. Ja, und alles nochmal. Aber jetzt wissen wir ja zum Beispiel, dass sie wegläuft, bis ich den diesen Reader oder diesen Sicherheitsscanner aufhebe. Ich mach mal die Lautsprecher an. Ich weiß nicht, was dieses andere Sicherheitssystem ist, aber... Oh, das haben wir noch gar nicht angemacht. Doch, das ist ja mit... Ich weiß nicht, was das ist. Ich lasse es an. Halt
Das Teil muss ich aufladen, bevor ich wieder speichern kann. Plasmaschneider benötigt. Bindemittel ist voll. Okay, das heißt, sie schießt uns jetzt einmal an, schießt daneben und dann können wir... Okay, gut gemacht. Leute, hier drüben! Hier ist jemand! So, und jetzt rennt sie nach da oben. Das heißt, sie kommen von da oben. Wenn ich das richtig sehe, kommen die von da oben. Das heißt, ich müsste... Aber ich muss ja versuchen, wieder zurückzukommen, denke ich mal. Vielleicht kann ich einfach durchsprinten? Sammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden. Weil der Sicherheits... Ich habe diesen Typ gesehen. Die Sicherheitsplatine ist kaputt. Das heißt, ich kann durch keine Tür damit gehen. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Sah aus wie eine... Ich könnte da versuchen, nach da oben zu gehen und dann oben lang zu schleichen in den Raum da hinten und gucken, was das... Was da ist. Das versuchen wir mal. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den... Das müsste ich mit ihm überschreiben, hätten sie sich auch sparen können. Ja. Dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Willst du es wirklich riskieren? Okay. Wir werden sie finden und töten. Hier lang. Sie war unten. So, jetzt können wir nämlich da hinten lang gehen. Siehst du was? Mal bei ihnen reingucken. Oh. Wieso ist da jemand? Wieso steht er jetzt da? Weil er uns gesehen hat und jetzt abwartet? Los, wir schaffen das. Na los, geh doch mal weg. Die ganze Zeit ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Kannst du auch bestimmt. Fuck, hier kommt noch einer. Hey, da drüben! Ja. Ja, gib es mir doch. Ich verstehe das gerade nicht, was der von mir möchte. Wie, ich habe doch ein Medkit aufgesammelt. Achso, das habe ich in der Tasche. Ah. Oh, Kacke. Komm her! Was? Ja, okay. Wie viele sind das denn? Und wieso ist die Pistole weg?
Die haben alle Pistolen gehabt und wenn ich sie plündere, ist keine Pistole mehr da. Ja, warum kann ich die Waffen nicht wegnehmen? Richtige Frage, Chucky. Und muss ich hier alles nochmal machen? Oh. Ja, schießt doch, ist vorbei. Los. Bleiben Sie zurück! Scheiße! Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen Wie baue ich jetzt? Bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Wie baue ich jetzt so? Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Aber wo soll ich denn jetzt hin? Ich kann auch einfach mal zurücklaufen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich laufe einfach mal zurück. Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu öffnen. Die Katze, die NPCs haben. Ich laufe jetzt einfach mal zurück. Wir brauchen eine neue Datenzelle. Keine Ahnung, wo die ist. Ich laufe jetzt einfach mal zurück. Vielleicht wollte sie wie wir einfach nur plündern. So. Datenzelle ist... Ach, die ist hier... Die ist hier hinten irgendwo. Nee, ist klar. Durch diese Tür da, die zu ist. Woher weißt du das? Ja. Videospiellogik. Ganz schön schrecklich. Das Problem ist halt, dass sie unfassbar gute Sicht haben. In dem Moment, wo ich nur ansatzweise in ihrem Sichtfeld bin, haben sie mich sofort entdeckt. Prüft das jemand nach? Nein. Ja, bitte. Ja, einfach draufstellen, dass keine Option das Problem ist, aber dass auch Schleichen keine Option ist, weil sie einfach eine 100% Sicht haben. Sie müssen ja nur in deine Richtung gucken. Verstecken funktioniert ja nicht, weil sie dich trotzdem sehen. Also, dass sie mich sehen, wenn ich auf der Treppe stehe und eigentlich nicht drüber gucken. Also, weißt du, dieses wenigstens eine kurze Zeit. Es ist natürlich diese Sache, dass sie sagen, okay, da war nichts, ist lächerlich, aber instant zu wissen, da ist jemand, sofort zu schießen. Ja, ich höre Mimimi. Ja, hörst du richtig? Weder noch, ich möchte keinen Spielstand laden. Kann ich hier auch sagen, keinen Spielstand laden? Ja, alte 4. Ich bin ganz ehrlich, das ist die. Also, boah, ist das. Tut mir leid, es ist schlecht gemacht. Das ist die erste echte Stealth-Action-Phase. Und ich weiß nicht, ob der Schwierigkeitsgrad was sehr genau macht. Was der aussagt. Ob der auch sagt, wie schnell die einen wahrnehmen und sowas, aber es ist halt, puh. Weil das ist halt echt lame, dass sie einen sofort sehen, sofort aggressiv sind. Das ist auch irgendwo unlogisch, sorry.
Und dann, wirklich, tut mir schrecklich leid, aber die Tatsache, dass sie alle schießen und wenn ich sie totklöpple, ist die Waffe weg. Ich will mal gucken, ob wenn ich auf leicht stelle, ich mach mal, aus Spaß. Ob das was ändert. Also, dass die Waffe halt auch weg ist, dann... Ist halt nicht Metal Gear Solid 5, wo das mit den Waffen mit Biolog geklebt wird. Ja. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze. Also das heißt, ich muss dann da hoch und nach da hinten hin. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Ein Zugangsgenerator. Echt komisch. Sie hat versucht, er hat etwas in seinem Mann versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurchgesehen. Doch, ich darf eine Waffe später haben. Es gibt Revolvermunition. Ich habe auch später noch Waffen, das weiß ich. Und das ist halt, ich weiß, dass es in diesem Spiel nie erklärt wird, warum die alle so hyperaggressiv sind. Hier lang, sie war unten. Siehst du was? Das wird halt nie erklärt. Die sind halt einfach hyperaggressiv und fertig. Das sind Menschen selbsterklärend. Bin froh, dass ich euch gefunden habe. Dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Was halt noch mehr nervt, insbesondere weil da unten Munition liegt. So ein Haha, du könntest eine Waffe mal. Ja! Das musste wahrscheinlich geschehen, aber das war deine Idee, nicht meine. Kommt er jetzt nicht mehr hierher? Wir werden bald schlafen Doch. Müssen. Ich pack das nicht viel länger. Vorhin ist er doch hier lang patrouilliert. Ich habe da vorhin gesehen, wie er hier lang patrouilliert ist. Und er ist doch wieder umgedreht und kam doch wieder hier hoch. Vorhin hat er sich doch viel schneller umgedreht. Jetzt kommt er raus. Was? Bin froh, dass ich euch gefunden habe. Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Weil ihr jeden niederschießt. Da, die Waffe liegt da. Nimm doch die Waffe! Nö, wozu auch? Hat jetzt der Schwierigkeitsgrad auch irgendwie nichts geändert, ne?
glaube, sie ist nach unten. Na los. Woher weißt du das? Ich geh da nicht runter, kommt nicht in Frage. Sie hat einen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach oben. Wir sind schon zu lange hier. Woher weißt du, dass ich dein Hack, dass ich hier unten bin? Was für ein Bullshit. Steck mal den Controller in einen anderen Port. Falsches Spiel. Ja, ja, zisch du mal rum. Psycho Mantis ist hier. Denke aber, der beeinträchtigt, wie schnell du Leben verlierst, wenn sie schießen. Oh, jetzt den Revolver nimmst du. Nee, ist klar. Nur zum Verstecken. Der Revolver ist halt schöner. Dann kann ich jetzt aber wieder auf den höheren Schwierigkeitsgrad stellen, wenn. Weil der ist irgendwie nichts. Ich weiß nicht, was der. Ich stelle mal auf Mittel, ich habe keine Ahnung. So, was brauche ich denn, um den zu... Ich kann doch auch... Ach, Munition kann ich nicht craften. Kannst du an jeder Station nur einmal speichern? Nee, es gibt eine gewisse Zeit. Es dauert einen Moment, bis sie wieder aufgeladen sind. Bis ich... Ja, Grundproblem, wenn man mehr als zwei Schwierigkeiten hat. Die Frage ist halt, was genau macht der Schwierigkeitsgrad? Das ist halt die... Also, erhöht es wirklich einfach nur die Lebenspunkte und den Schaden? Der lag halt nicht im Boden. Meinst du, der war halt dreckig? Die Schwierigkeit entscheidet nur, wie viel Schaden du nimmst und wie sehr das Alien lernt. Ha. Dann hat mein Problem sich einfach... Also dann ist mein Problem an den Menschen halt einfach nicht lösbar. Aber hi Tiger, schön, dass du da bist. Wie geht's dir stets? Ach nee, von da komme ich. Könnt ihr jetzt auch einfach alle über den Haufen schießen, weil mich echt nerven. Die Menschen da. Einfach aus purer Rache schon. Ja, ich habe jetzt erstmal auf Mittel gelassen. Also gestellt, und dann lasse ich es erstmal da. Menschen sind nicht immer nur auf schwer bis zu einem Two-Shot. Naja. Das ist halt der Naja. Das ist eins der besten Alien-Spiele. Ich hab Alien vs. Predator fand ich richtig gut. Inventar voll. Kann ich denn irgendwas herstellen? So ein Medkit oder sowas? Wenigstens Bindemittel. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wozu ich das brauche, aber hey, ich nehme erstmal mit.
Magst du kein Medieval mehr spielen? Ist auch in Ordnung. Ist halt ein Stealth-Game, nicht gedacht für Combat und bist du das... Ja, das Problem ist, dass genau das war, ist ja mein Problem. Ich habe, bei der ersten Stealth-Anlage oben, habe ich versucht zu stealthen und sie haben mich halt instant gesehen und mich dann einfach sofort erschossen. Und auch an verschiedenen Stellen haben sie mich instant immer wieder gesehen. Und jetzt? Was ist jetzt der Plan? Gerät, Werkzeug, Waffe. Ich brauche so einen Energieumleiter. Bin geschlichen. Ach ja, da konnte ich ja nicht hin. Hä, aber... Hä? Ich glaube nicht, dass ich nochmal hoch muss. Ich glaube, dass der Bereich jetzt sozusagen vorbei ist und ich jetzt hier irgendwas noch aktivieren muss. Ich muss den Strom hier in diesem Abschnitt irgendwie herstellen. Deswegen glaube ich nicht, dass das in dem anderen Abschnitt ist, mit der anderen großen Tür. Ich glaube schon, dass die großen Türen so Abschnitte definieren. Das heißt, irgendwo hier muss so ein Stromkasten eigentlich sein. So ein gelber, der an der Wand hing, wo wir die umleiten können. Ja, das Ziel ist halt hier, durchsuchen Sie den Tech-Support nach einer neuen Karte. Das ist hier. Hier brauche ich aber extra Strom. Also hier habe ich nicht genügend Energie, deswegen meine ich, ich muss hier Strom irgendwo umleiten. Und hier komme ich nicht durch, weil ich eine Schlüsselkarte brauche. Deswegen, ich muss halt hier den Strom irgendwie umleiten. Man kann die Schlüsselkarte auch noch besser verstecken. Ja, Schlüssel, dankeschön. Schlüsselkarte lag am Tisch unter einem Blatt Papier. Gut versteckt, also wirklich gut versteckt. Niemand kommt an Mark ran, set but true. Oh, du siehst aber gut aus. Du hast schon ein bisschen Spaß gehabt, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Mhm. Blindgranate. Diese nicht tödliche Sprengvorrichtung explodiert beim Aufprall. Sie leben Menschen in der Umgebung und blendet Menschen und Syntheten, die Explosion sehen. Als modifiziertes Anwendungsgerät ist es als Falle einsetzbar. Okay.
Ich stehe auf die Quotes hier. Buch ist einfach nur ein Wort, Raffi, und sogar ein Substantiv, ja. Okay. Drauf und regelt. Okay. Sicherheitskontrolle wird ausgeführt. Und jetzt? Also warum ist die Musik jetzt so Action geladen? Aus welchem Grund? Gibt's irgendwas, was jetzt hier... ein Problem ist? Und vor allen Dingen... jetzt mal aus einer Gameplay-methodischen Sicht, woher soll ich wissen, was ich tun soll, warum ich das tue? Zufälligerweise liegt genau hier eine Datenzelle. Okay, ein funktionierender Zugangsgenerator. Mal schauen, ob das klappt. Mit Maus das Code so ein bisschen zugreifen, Tasten bewegen und E-Nutzung angeben. Ah ja. Weil das kenne ich, wenn das Kind gerne Knöpfe drückt. Ach, ja, das drücke ich gerne. Ich drücke gerne Knöpfe. Boom, schade. Ich habe immer noch keine Energie in diesem System hier. Dafür aber Alarm. Dann deaktivieren wir mal die Sicherheitsabriegelung. Hallo? Wo ist denn der große rote Knopf? Dass wir das mal ausmachen können hier. Aus, bitte. Finally an alien. Und ich würde sagen, wir sterben jetzt noch einmal finally durch so ein Alien und dann machen wir für heute mit dem Spiel Schluss, oder?
glaube, das ist ein guter Moment, um für heute aufzuhören. Na, wo ist es denn, das Alien? Wo schleicht es gerade rum? Ich habe nie verstanden, warum die Auspuffrohre auf dem Rücken haben. Das sind ja, glaube ich... Ich glaube, das sind ja alles... Oh, guck mal, ist das das Zeichen dafür, dass hier das Alien ist? Nee. Es gab irgendwie auch ein Zeichen, dass es in den Lüftungsschächten gerade sitzt und einen daraus holen kann, irgendwie, dass da Speichel rauskommt oder so. Und dann weiß man, ah, das ist da gerade da drunter. Da drinne. Da sollte man da nicht reingehen. Aber ist das nicht genetisch, ist das nicht ein genetisch manipuliertes Wesen? Also es gibt's doch in der Natur sozusagen eigentlich gar nicht, oder? Das Alien, das dient oder diese Alienrasse? Edgar Geiger. Speicheltropfen raus. Genau, das habe ich mir deswegen, das hatte ich auch gehört, dass es auf jeden Fall so Hinweise gibt, dass man weiß, ah, da sollte man vielleicht nicht rein. Ah, guck mal. Wo ist denn das Alien jetzt hin? Erst groß ankündigen und dann weg sein? Sag mal. Achso, die Tür war sogar zu. Speichel. Eigentlich müsste es ja Säure. Ach nee, Säure ist es ja das Blut, ist ja die Säure. So, seid ihr noch da? Ihr kümmert euch gerade um das Alien, das ist ja schön. Du bist auch schön gestorben. Hey, Buddy! Wo bist du hin? Bleib doch hier! Hier, so einen Stromkasten habe ich gesucht. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wo denn? Das will mich nicht, das ist das Problem, ja. Ich höre dich doch trapsen in den Wänden. Wo bist du denn? Natürlich ist die Munition noch weg. Also. Warte, hier hinten war noch einer. Der hat vielleicht nochmal Munition. Oh, der hat Munition. Der hatte zwei Schuss. Schieß mal, der kommt. Das ist okay. Hast du genau die Tiefen bekommen? Benutze den Revolver. Komm, Alien! Wo bist du? Zeig dich! Dankeschön! Dankeschön! Gott! Ja, das war ein gutes Ende. Das war ein gutes Ende. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!